Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Levels for Dark Forest Village. Jetzt schauen wir doch mal, wie das Ergebnis sein wird. Werden die Träume in Erfüllung gehen? Was wird geschehen mit diesem unglaublichen Brückenabschnitt? Ist nun doch alles gerettet? Oder muss ich noch das Ding machen? Na, schaffen wir schon. Oh, zwei Arbeitslose. Tja, jetzt bauen die alles wieder auf. Bedeutet für uns natürlich, hier ne, müssen wir alles wieder hinstellen, dass sie hier auch alles abbauen können. Ja, den noch nicht. Jetzt könnt ihr aber erstmal hier ballern, ballern, ballern. Aber was ist hier das Problem, wo ich nicht hinterkomme? You know what I mean? Ich verstehe nicht, warum. Ich weiß nicht, die Brücke ist. Schauen wir mal. Haben wir mal drei. Einer da, zwei da. Ach, zwei Wochen. Okay. Nein, wir brauchen drei. Abreißen, neu hinstellen, fertig. Hallo. Tschüss. Hallo. Tschüss. Die Expedition ist erfolgreich abgeschlossen. Neue Ressourcen wurden entdeckt. Holunder. So, dann müssen wir natürlich jetzt mal gucken gehen. Hier ist kein Holunder. Lass mal direkt ein bisschen Holunder anbauen. Wird auch Obst sein und so, aber ist egal. Ein langsam wachsender Baum, alles klar. So, nimm mal alles, was da ist, weg. Und dann baust du mal da Holunder an. Gastwirt? Das Ding läuft doch gar nicht. Oh. Ja, moin. Ja. Thank you.
Fertig. Nein, natürlich nicht. Du musst noch ein paar Schläge machen. Ist doch klar. Jetzt kann er. You know what I mean? I don't know. So. Egal. Sollen sie wegmachen, die Scheiße. Weg damit. So, nächstes ist Petition mit Tierdesign. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Möchte noch alles produziert werden. Ja, ist in Ordnung. Brennholz, warme Kleidung. Da ist er ja. Mit dem Fickauflauf. Mach mal Gemüsepasteten. Mach mal die Lebensmittelproduktion verbessern. Ach, guck mal, bis hierhin haben die schon komplett fertig. Speck, Alter. Brr. Bam, 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 bam. Zack und tschüss. Winterende 43. Ja, siehst du. Und die nächste Expedition. Haben wir wieder rausgehauen ein. Leben haben wir genug. Zack. Brauchen wir keinen erstmal. Ja, ist also auch. Auch Holunder ist ein langsam wachsender Baum. Es ist kein Platz, um Ressourcen zu lagern. Grenzwert wurde erreicht. Ah, Ressourcenlimit insgesamt. Aha, jetzt verstehe ich, was das bedeutet. So, es gibt. Und hier ist kein Platz. Warum? Ist doch noch nicht mal voll, Alter. Nicht mal der sagt das, nur der. Die Dinger machen Probleme, die gehen mir auf den Sack. Ich weiß ab die Scheiße. Nee, egal, ich baue da jetzt normale Dinger ein. Mir zu doof. Das geht mir echt auf den Sack. Ich glaube, diese Teichdinger sind mies verbuggt. Egal. Machen wir neu.
Ja, ich habe so das Gefühl, es liegt an den Teichen. Dass das so verbuggt ist. Muss ich ehrlich sagen. Da ich keinen Bock habe, dass das Ding hier auch noch verbuggt, fliegt der jetzt auch noch raus. Und dann nehme ich einfach mal eine chillige Fischerhütte. Alles klar, die ist direkt auf dem Festland. Immer mal Fool, mir egal ob er in einer Arbeitslos ist oder nicht. Ich schätze mal, dass es an den Fischerhütten liegt. Also an diesen Teichdingern. Jetzt hat das so richtig schön geklappt. So, du darfst neu aufbauen nochmal. Ja, dann ist das Ding weg. Boah, so ziemlich. Sechs Menschen können da leben, dann können wir da noch ein bisschen was wegnehmen. So. 13. Nee. Ach, guck mal, die sind schon bis dahin. Sehr schön. Die ganze Scheiße haben die auch schon weggenommen. Sehr gut. Nicht so weit. Ja, ob nur zwei Leute was er machen wird oder 20, ne, die sagen auch scheißegal, Hauptsache wird das gemacht. Und das war eine saure Gurke. Egal was das auf dem Babak war. Ich hau alles wieder weg. Die alte geht ab. Im Homie kommt die gleich wieder. Die haut hier zwei, drei Reihen weg. Die können jetzt mal wieder Essen wegbringen. Die können mal alles wegbringen, was sie hier haben. Dafür können wir dann. Ja, ich habe auch keinen Bock mehr, jetzt hier noch weiter rumzumachen. Euch geht's auch auf den Sack. Ja, wette ich mir. Ist ja Vorproduktion, aber. Meine Fresse, wem wird der Scheiß nicht auf den Sack gehen? Ist ja einfach so.
So, das Ding bauen wir aus. 11 Leute brauchen wir insgesamt. Das kriegen wir wohl auch noch hin. So. Oh oh, was habe ich denn hier gemacht? Oh, mein Glück. Ich habe es nur aus Versehen abgerissen. Dann ist ja noch alles, ne? Tiefenentspannen. Das ist ja noch alles okay. Keine Ahnung, wie es mal nie angeht. Brauchen wir noch mal ein bisschen Fleisch? So. Ja. Jetzt haben wir genug Fleisch. Was ist das hier? Ah, Brennholzherstellung. Ja. Und du chillst, weil du hast keinen Flachs mehr. Alles klar. Das heißt, Flachsproduktion. Hier, 5, 6, 7. Wir müssen jetzt alle auf so einem Zimmer sein. Ja, siehst du. Ah, hier, die verhungern gerade alle, glaube ich, ne? Ja, scheiße. Aber die bauen das Ding ja schon auf. Ja, siehst du. Ach, das ist schon fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich dachte gerade so, 3 von 3, keine Arbeit, da wollen wir mich verarschen. Ja, da können gleich die. Ah, scheiße. Ja, egal. Vielleicht checken die es ja selber, dass sie dann da gehen können zum Arbeiten. Damit das alles entspannter wird. Keine Ahnung. Aber dann haben die auch mehr zum Chillen. Oh, angelt mal hier und angelt mal da. Da wird das Sach schon abgerissen, neu gedeckt. Fertig. Flup, flup, flup. 3 und 3. 6 von 6. Wenn du schlau bist, ja. Yeah, alles Fischer geworden. Sehr gut. So, jetzt müssen wir nur noch das Ding bauen da. Alles klar, dann reißen wir das auch ein bisschen runter. So. Ja, könnt ihr mal ein bisschen rüber schicken. Ja, ja. Ebenfalls. Schickt mal weg und hau mal raus. Ja, so läuft das bei Mickey Maus. Brennholz, dann machen wir doch mal was weg. 16, 4, 16, 6, 9, 4, 2. Ja, oder machen wir mal so, ist ja auch egal. Das können wir für Flachs raushauen. Verlopp. Nicht mehr bis oben hin gefüllt, oder was? Nimmt der das Flachs da auch weg? Welcher ist denn hier zuständig? Der. Cool. Nimm mal das Flachs, was hier ist, und bring's mal nach da. Ach ja, und dann machen wir noch eine Tour. Und zwar mit dem Eisen, was du von hier eben mal noch da bringen darfst. Nur bis wir die 1000 weg haben. Weil viel mehr wollen wir da ja auch nicht haben.
Ja, gefühlt 100 Folgen habe ich gebraucht, damit ich die Scheiße hier fertig kriege. Keine Ahnung, warum sie nicht weitermachen. Haben wahrscheinlich einfach keinen Bock. Er schneit zu sehr. Ja, denke ich auch. Was geil ist, das macht er alles, aber hier diese Stelle, ne? Da will er einfach nicht. Ja, ich weiß nicht. Wenn er von oben mal rein soll, was tun, du. Reiß mal den ab. Reiß den jetzt mal ab. Jetzt reiß den ab. Reiß den jetzt mal weg. So, gleich müsste die Expedition wieder zurückkommen. Ich achte mal so gut ich kann drauf. Oder ist er schon zurück? Nein. Tada! Die Expedition wurde erfolgreich abgeschlossen. Neue Ressourcen wurden entdeckt. Rinder! Oh. Nice! Gibt es auch eine Rinderfarm jetzt? Ach krass, tatsächlich. Nee. Doch. Lol. Cool. So, wir erforschen hier jetzt einfach alles, was wir erforschen können. Habe ich euch ja gesagt. Wir erforschen einmal alles, was wir können und dann. Ne? Und wir forschen hier und expeditionieren dort so viel wie wir können und dann ist ready for takeoff. Und dann ist off. The take. Und natürlich werden wir auch noch Stahlwerkzeug herstellen. Da werde ich mich auch noch demnächst drum kümmern. Ne, die 10 Millionen anderen Sachen, um die ich mich kümmere. Oh, das ist fertig. Das ist auch fertig. Sehr schön. Das ist jetzt auch fertig. Sehr schön. Na, leck mir doch die Hände. Expedition hat begonnen. Irgendwann wird sie wieder zurückkehren. Ein einziges brauchen wir da nur. Gut. Gebäude brennen, werden schnell gelöscht, sind immer 6000 Menschen da. Winter 44 kommen sie zurück. So. Ja, das läuft jetzt erstmal wieder, weiß man ja. Mal gucken, wie lange. So, dann war es auch schon für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Sweet One Map. Ciao!